Hallo YouTube. Ach, ob es eine YouTube-Runde wird. ich habe ein Undead Force. Es gibt keinen Speck hier, aber es gibt zumindest einen Death Force. Wie heißt er denn? Necroforce. Genau. Schauen wir mal, was es wird. Undead Force, der erste Roll, kein einziger Undead. Das fängt schon mal richtig gut an. Kann der mal aufhören, mit der Bohrmaschine in die Wand zu bohren hier? Maschine. Heavy Machine Gun. Hm. Das ist wahrscheinlich 6er Mage mit 6er Undeads beschert. Ja, weiß ich jetzt nicht. Oh, ich habe voll die gute Dinge. Guten Night anfangen. Mhm. Ich würde gerne mit einer Winning Streak ins Late gehen, das wäre chillig. Jetzt schön die Dinge auf 2 ziehen schnell. Na, mach doch mal. Ist der Plan. Mal gucken, ob ich jetzt gleich eine Level 2 Luna, Level 3 Luna bekomme oder die wieder bis 180 chillt und nichts macht. Man kann sie zu nichts zwingen, ne? Oder Losing Streaks, wäre die andere Option. Wenn wir noch ein, ich brauche entweder ein Orakel oder ein gutes Team. Naja, du kaufst halt Hunter und du kaufst halt Elfen und dann gewinnst du. Grüße. Was ist Thread? A new moon. Was ist das denn für ein Kack? Kein Problem, ich bin immer für dich da. Ihr seid süß. Oh. Kann man euch irgendwo kennenlernen? Ich lerne die Crystal Anfang Oktober erstmal kennen. Och Mann, ey, ohne mich. Was ist das denn? Du kannst auch vorbeikommen. Aber es ist weit weg. Ist in Frankfurt, also. So weit ist es auch nicht. Da war ich schon. Im Bus einmal, im Zug einmal vorbei durchgefahren. Das sah schon krass aus, als ich reingefahren bin. Ich habe mir die Hochhäuser nicht so vorgestellt, aber es war dann schon doch beeindruckend. Irgendwie. Frankfurt ist extrem hässlich, aber ja. Also beeindruckend. Die, zumindest die Bahnhofsregion. Beeindruckend. Ich habe einen Undead gesehen bisher. Na, Late Game gibt es ja keine geile Undead-Strat. Also man muss die eigentlich ja schon low sammeln, die Undeads, damit man nachher 9er Undeads haben kann. Außer die 9er Mages, neuer Undead natürlich. Ist eigentlich ein guter Tipp gewesen. Oh, warte mal, gibt's die Karte? Nee, wäre natürlich super schön gewesen, Dragon Knight Undead zu bauen. Am Hauptbahnhof in Frankfurt 40 Paul, also wohl. Was soll uns das sagen? Das musst du mir sagen. Aber ich fühle mich da tatsächlich wohl. Da sah das schon cool aus. Bin ich umgestiegen, glaube ich sogar. Das war, wo, als wir die Modlan hatten damals. Das ist auch schon wieder länger her. Jetzt hätte ich natürlich auch das Teleskop direkt am Anfang. Weißt du nicht, ob ich dich contesten muss, Chrisse? Mach doch mal einen Livestream, Ben, wenn du durch das Bahnhofsviertel läufst. Ja, Mann. Das hört sich an, als ob mir meine ganzen Sachen geklaut werden. Du kennst dich da wirklich nicht aus. Weil letzte Woche in Frankfurt dachte ich mir, guck mir Frankfurt an, war eine Stunde dort und bin wieder nach Mainz, bin quasi total gefahren. Wann war Frankfurt hässlich? Mhm. Keine Ahnung, was ich. Das Einzige, was ich war, ich habe halt nur die Hochhäuser halt gesehen beim Reinfahren, das fand ich halt, das sah halt beeindruckend aus. In Frankfurt selbst war ich ja noch nie in der Stadt. Kali, das wird wieder spannend bei mir hier. Also was halt an Frankfurt sicherlich cool ist, man kann halt sicherlich extrem viele Sachen machen. Oder ist Frankfurt so richtig lame, dass gibt es da wenigstens Theater und solche Sachen? Theater, ja, du kannst super viele machen, aber einfach das Gegend um den Bahnhof rum, so ein Kilometer Abstand, das ist halt einfach... Kann ich mir vorstellen. Überlegen, Spritzen rum und so. Aber in Berlin zum Beispiel fand ich jetzt auch nicht so krass. Von der, also vom, also ich komme halt vom Bodensee, das ist halt schon schöner als in Berlin oder so an sich. Von Natur und Umgebung und so. Aber Berlin war halt geil, weil man da so extrem viele Sachen machen konnte. Das habe ich ja halt komplett gefühlt. Ja. Das glaube ich. Oper, Theater, Zoos, Palmgarten. Ja. Siehst du's? Sag ich doch. Lord of Alanis. Ich will das eigentlich nicht, Kali.
Das kommt mir ein bisschen zu schwach vor. Ja. War eine gute Entscheidung. Aber Düsseldorf größer Frankfurt, der Bahnhof, zum Beispiel auch Region, das zieht schon hart runter. Ich habe das Gefühl, ich bin in so einer behüteten Umgebung aufgewachsen hier. Bist du auch. Gibt's auch genug Ecken, wo man nicht hin will. Ich meine, alle Bahnhöfe sind ja relativ hässlich, aber in Frankfurt hast du echt Angst, irgendwie eine Spritze reinzutreten oder so, wenn du da rumläufst. Fände es nicht so geil, oder wie? Fände ich jetzt nicht so geil. Mir damals, ich weiß noch, dass mir damals Hamburg überhaupt nicht gefallen hat. Ja. Hamburg war so, ich weiß, dass ich damals mit der Schule irgendwann mal in Hamburg war und da wollte ich, also das hat man als Schüler gehabt, dann hat man halt seine 50 Euro vielleicht dabei gehabt, so. Von den Eltern mitbekommen oder so und dann wollte ich da ein, zwei Sachen kaufen und ich bin da überall durchgelaufen, überall waren diese Kumpels, also, ich war bestimmt in der falschen Ecke unterwegs wahrscheinlich auch, aber da war halt überall komplett alles voll mit so teuren, krassen, extremen Markenläden und sowas, da konntest du nichts machen. Na gut, wer geht auch am Bahnhof shoppen, ey? Ja, das ist ein Punkt. Da hast du den Punkt. Ich versuche halt gerade irgendwie eine Runde hinzubekommen, die ich sinnvoll spielen kann. Mit Undeads, aber Undeads kommen halt nicht so nicht gut, das macht die Sache nicht einfacher. Wenn es die Karte wenigstens gäbe und ich könnte Dragon Knight zum Undead machen, das wäre halt cool. Ja. Das stimmt. Ich habe echt schon jetzt einen Early Dragon Knight auch gezogen. Da geht doch was. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich könnte die ganze Zeit schon Vierer Troll spielen mit einer Luna, aber ich muss halt die Undeads währenddessen sammeln, dann ergibt das wenig Sinn. Ja. Was halt Speicherstoff? Ich glaube, ich mach was, worauf ich Bock habe. Ja. Giga? Nee. Die Dings. Die Shadowfiend Strat. Nee. Du hast echt noch andere Strats? Digga, ich hab so viele Strats, ey. Digga, ich hab so viele Strats. Was willst du von mir eigentlich? Ach, schön. Das hat mir jetzt Spaß gemacht. Also die Luna hat mich so hart durchgecarried die Runde bisher, das ist krank. Crazy. Crazy, crazy. Carlo fragt, ob er das gewinnt. Boah. Ja, ich glaube schon. Die Phantom, die eine Tank des Todes weg mit dem Vanguard. Und wenn die 5 Assassins machen sie mal. Vor allem, Phantom macht schon viel Damage mit dem ersten Crit. Junge, die sind richtig komisch gelaufen. Wie sie einfach im Nichts springt. Ja, war schon ziemlich knapp, Carlo. Ey. Ja. Okay, easy, sagt er. Ist auch noch abgehoben, ey, ich glaub's nicht. Da macht er einfach den Paulerich, ey. Ja, Mann. Boah, ich hätte March. Trees are not so good with motion. Ali, meinst du nicht, ist immer Zeit, jetzt keine Losing Streak mehr zu spielen? It's time to say goodbye. Kennst du das Lied? Hat der Quiz nicht geschafft? Also, ja, klar kenn ich das Lied. Uff, Kali, uff. Das ist krass. Ich hab keine Chance mehr, oder? Nee, sein Chaos Knight ist zu eklig. Oh Gott, ich will auch meine Streak gegen Ketzenlächeln auch noch.
alles sehr belastend. Der Kennst Kali. Du die wenigsten alle, Turi? Und hier ist auch noch deine Losing Streak. Kennst du die Turi-Orte in Frankfurt? Ob ich Touri-Orte in Frankfurt kenne? Ja, so die Tour am Bahnhof, um sich da die Spritzen anzuschauen und sowas. Achso. Ja, die habe ich live mitgemacht, ja. Nee, Mit Chris hat ehrlich Kostprobe. gefragt. Ich bin nur zweimal in Frankfurt gewesen und rumgelaufen. Einmal waren wir am Main. Das war eigentlich ganz schön. Mainz. Und sonst, ja. Das Einzige, was ich sehr interessant fand, war die ganzen schönen Schlitten, die da rumgefahren sind. Schlitten fahren. Im Zweifel muss ich ihn nochmal löschen zwischenzeitlich. Für die 60 Gold muss man es tun. Warst du Palmgarten? Nee. Warst du Palmgarten? Warst du? Ich muss mich ja Frankfurt anpassen auch. Der ist bestimmt was für mich, aber ich war noch nicht da. Also können wir ja für machen, dich. Wenn wir uns treffen, Chris. Da blendere ich. Der ist stark. Der ist ein cooler Typ, habe ich gehört. Ist mir ich auch ein auch, sehr sympathischer. Ja, jetzt nur noch 60. Gern, sagt sie. Dann können wir unser Wissen austauschen zwischen Forstwirtschafter und Biologin. Kommt bestimmt was Gutes bei raus. Hört sich sehr schön an. Da lacht er nur. Ja, seine Kommentare zu dem Gespräch sind so gerade sehr gut. Einfach nur irgendeinen blöden Satz hinterher. Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich hier was Ordentliches machen kann aus diesem Team, Alter. Das sind halt Undeads, ich habe halt 4 Undeads. Also ein auf 2, das ist halt Quatsch. Das Team ist so richtig much. Ich glaube, ich muss auch gleich auf Level 7 zumindest mal wirklich zwischendurch auch einen Rollerich machen und dann eher auf, weil sonst werde ich auf, ich werde auf Late zu viel Schaden bekommen, denke ich. Sonst kann ich auch einen Rollerich machen, wenn ich wirklich Match of Beast nehmen will. Gehst du auf Akir? 4er Akir, ja. Wenn du Ding hast? Hätte ich Bock auf jeden Fall. Frage ist, ob es einen Sinn macht, dass ich Akir dismiss. Akir dismiss, ja gut, Akir geht's. Also ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, weil bisher habe ich noch nicht wirklich was in die Richtung, aber... Oder direkt wieder sich was offen lassen. Ach Chris, solange das interessant ist, kannst du mir da gerne das Orb kauen. Pflanzen verwenden. Das hört sich alles so falsch an, Alter. Kannst du mir gerne das Orb kauen. Ist denn daran falsch? Weiß ich auch nicht. Das weiß ich doch auch nicht. Ich mache hier nur Konversation. Conversation. Okay, yeah, das war doch schon mal was in die Richtung hier. Oh, Helven baut sich eine eklige Legion Commander. Ist das ja widerlich. Ist ja dreust. Dreust? Der Stieferich spielt hier jetzt. Oh, der hat einen Level 2er Timbersaw. Guter Timbersaw. Der Timbersaw. Was macht der denn da? Ich würde gerne den Brewmaster noch killen. 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 Ich habe den Brewmaster nicht gekillt. Ich würde auch gerne, dass deine Wyvern aufhört, deine Leute zu saven. Save the Orchins. Junge. Ich bin so kaputt gerade, wirklich. Das ist unfassbar. Merkt man gar nicht. Mein Kopf macht gerade nicht mehr richtig mit. Alter, gestern war ich aber auch echt am Arsch, nachdem ich das Lied alles fertig hatte. Ich war gestern im Kopf so... Ich saß da halt wirklich erstmal irgendwie 4 Stunden in der Aufnahme, dann noch dieses ganze Zeug schneiden, dann das Musikvideo noch dazu auf dumm aufnehmen, dann noch die 2 Audios, dann noch die 2 Dota-Runden, die ich noch gespielt habe, zwischendrin mal immer, damit ich eine Mage-Runde hinbekomme. Als Hintergrund so, das war so blöd einfach alles. Und ich war dann irgendwann, ich konnte auch gestern nicht gut einpennen dann am Abend, ja, weil ich die ganze Zeit vorm Rechner saß. Oh je.
Schaffe ich das? Yes. Ah, ich hab's echt geschafft. Okay, ich hab March of the Beast und die Dinger droppen mir kein Item, Alter. Was ist mit diesem Game kaputt, ey? Am besten ist, wenn du vom Lied gar nichts erwartest, sag ich dir, wie es ist. Panda, gönn mir doch mal einen guten Drop. Sei doch nicht so ein Verräterlein. Verräterlein klingt aber süß. Ja, so ein cuter Verräter. Ein süßer Verräter ist es quasi. Nee, ich mach da keine Reaction auf den Song. Der Song wird kommen. Ich hab den jetzt einmal auf Discord auch geschrieben, habe es einmal im Stream jetzt erwähnt, dass ich da mitbekommen haben sollte. Auch in irgendeiner YouTube-Runde, aber es ist safe, dass sie da mitbekommt und dann reicht es. Ich werde den nicht weiter promoten danach. Der wird auch zufälligerweise einen Tag, nachdem er rauskommt, wieder verschwinden. Wird wieder verschwinden vom Channel auf einmal. Oh, ich habe einen Drop. Wow. Jetzt steche ich die rein. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt bekomme ich den Smiley dafür auch noch. Das macht die Sache ja noch schlimmer. Ich schicke Pietz mit mal den Song, dass die reacten sollen, ey. Alter, das erstmal ist personal. Mal mal Pietz mit raus, weil die das hochladen. Nee, der kann gerne wieder dann... Ah, ich glaube sogar... Keine Ahnung, ich finde den prinzipiell cool. Und ich finde den Flow auch, ich finde auch gar nicht mal, dass der Flow so kacke ist von mir, nur es ist man, ich erwische halt keinen Ton. Das ist halt das Ding, ich kann halt nicht singen. Das macht die Sache halt ungeiler. Wer kann das schon? Patrick hat das gut hinbekommen in seiner, er hat ja auch eine Version gemacht, damit ich ungefähr weiß, wie ich es machen soll auch, weißt. Und bei ihm hat sich halt echt gut angehört sogar. Hat er ein Talent dafür auf jeden Fall. Ja, ich bekomme da keine Tonlage. Aber die ersten 30 Sekunden finde ich am cringigsten, was natürlich schlecht ist, weil dann alle wegschalten wahrscheinlich schon. Danach, finde ich, wird es besser noch. Ich frage mich gerade, ob ich jetzt rollen sollte. Ich glaube, ich roll mal kurz zwischen auf jeden Fall. Oh, da werden Sachen ausgeschlossen. Ja, okay, jetzt chillen wir wieder. Jetzt chillen wir wieder. Ich könnte jetzt noch ein Level abgehen und dann noch den Undying gleichstellen. Das schaffe ich bis Runde 20 auch. Patricks Version ist Sweet. Sweet will man natürlich hören als Rapper. Ja, aber Patrick, seine Version ist trotzdem besser. Aber Patrick hat ja ein Feature auch in der Endversion dann. Ich habe irgendwie ein ziemlich interessantes Team. Was ist der denn? Ich habe 4er Akir mit Doppel Spider-Decks. Alter, du hast zweimal Laundry 2? Nee. Hä? Das ist ein Spawn. Achso, okay. Lol. Erstmal. Ich hab. Verwirrt sein. Huch. Ich hab einen Laundry im Roll, willst du den haben? Mhm. Ein guter Tree and 2, Alex, man kennt ihn. Boah, ich bin relativ gut durchgekommen mit der Luna, Alter, die Runde bis Runde 20. Vor allem, ich habe immer noch 80 Gold, bin gleich Level 8. Mhm. Könnte vielleicht doch noch was werden. Klingt nicht schlecht, ja. Ich muss gleich nochmal einmal umbauen. Ich würde so gerne Spell Prism bauen. Alio Pebro? Hm. Es gibt vielleicht Weaponsmith nochmal gleich. Ja, ich glaube, ich chill. Das Late Game bräuchte ich Spell Prism, weil ich würde nämlich gerne einen Necro Carry bauen. Tut mir leid, Evan. Es tut mir sehr leid.
Ja, Crystal hätte gesagt, finde ich ganz nett, Paul, das gleiche. Oh, Drop! Oh, ja! Er hat's geschafft. Gib's mir! Okay. Okay. Ja, Jetzt guckt ihr alle, ey. Er hat's 50 Runden lang versucht. Und jetzt ist der Drop da. das stimmt. Ich freue mich irgendwie trotzdem nicht. Also jetzt schon, aber das ist halt trotzdem nicht die Panda-Rune, die ich haben wollte, aber das ist der Underdrop, den ich brauche, um alles durchzubekommen. Also so gesehen ist es trotzdem gut. Diese Das war ja Sounds auch waren ein Toss. Akir-Counter, weil dann keine Akir-Spawns kommen, ne? Oder wie war das? Hast du keine Akir-Spawns? Nee, ich meine, wenn Undeads rauskommen statt Akir. Also ob dann Akir überhaupt spawnen. War das nicht irgendwie so? Weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine? Nö. Wenn du eine Unit von mir killst mit 9er Undeads, ob dann Akir spawnt oder ein Undead rauskommt. Ich glaube, Akir waren trotzdem noch ganz gut gegen Undeads, ehrlich gesagt. Ja, okay. Also würde ich sagen, ja. Ich sag ja. Na komm, wir ziehen March of the Beast durch. Ich liebe dieses Relic. The March of the Beasts. Ich chill jetzt mein Leben, glaube ich, erstmal noch. Ich würde sagen, wir gehen Level 10. Das ist das einzig Vernünftige. Oh, der Force könnte besser werden als der Force gerade. Also, vielleicht nochmal ein YouTube, Leute. Ich hoffe, dass es das ein Force auch wird. Ein YouTube-Runde. Ich meine, wir haben jetzt echt gerade eine geile Runde. Wir hatten eine Undead, also Ding-Drops können schon gut werden. Wenn es nicht gleich wieder Ben kommt, mir 50 Schaden macht mit irgendwas. Nee, nee. Wir hatten gerade schon Force. Da haben wir 6er Gott, also wir hatten God Force und ich habe 6er Gott mit Wizards gebaut. Mit einem Kunker, mit Level 3er Stift durch Agar, Snap 2 und Doom 2 und nochmal einen Invoker. War eigentlich ganz cool, aber hat nur für den vierten gereicht. Hat nicht ganz gereicht, leider. Also wenn ich Erstmal jetzt kurz. schon gleich zwei Undeads noch ziehe, dann könnte ich richtig böse werden. Schon hätte ich richtig early schon die Undeads, aber mir fehlen dafür die ganzen Forstars noch. Der ganze Forstars. Erstmal kurz mit Tangos wieder an die Spitze. Der Vor Blend dem Paul geht an getrennt. die Spitze. Das finde ich wirklich spitze. Na 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 na. Na 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 na. Du, 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 Hat sie du. denn schon 9er Undeads Paar? Nee. Hab ich grad Okay, gesagt. das ist gut. Ah, ich Sorry, das bin. habe ich nicht gehört. Ja, ich merke schon, dass du mir nicht zuhörst. Ist okay, ist Ah. okay. Nur leider kein Arc-Warden für meinen teuflischen Plan. Das ist aber arg unlucky. Harry Potter, oder was? Richtig. Stark. Nice, ich bin so gut. Very nice. Hey, das ist doch schön. Am Schluss darf ich gegen Blend wieder mal meine Runde in den Eimer werfen. Ah, der hat's schon. Aber wobei, vielleicht verkackst du diesmal mit dem Vierer hier. Das wäre mal was anderes. Das wäre mal ein Ich bisschen weiß aber, wie man die Abwechslung. spielt. Ja, ich habe die doch auch nicht falsch gespielt letztes Mal, oder? Habe ich die falsch Nee, gespielt? Eigentlich, es oder? gibt auch keinen Arc-Warden, also ich werde nicht so krass werden, die Runde. Na, ich frage, wie gut Undeads gegen die Akir sind. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, einfach. Da wurde auch fünfmal seitdem was hin und her genervt. Ich bin auch erst Level 7 und du schon Level 9, also Das es stimmt, ist. stimmt. Und ich habe noch hier die Echo auf der Bank stehen, die noch ein bisschen wächst. Aber ich habe auch gerade einfach nur Spaß, also March of the Beast zweimal hintereinander. Das ist Das dein ist. Favorite, was es sein könnte, ne? Ja, das. Wenn da noch Items droppen würden, dann wäre das ein Traum. Items. Drop doch mal ein paar Items. Itam. Welche Unit will ich denn noch zum Akir machen? Chris spielt Pärchen Party. Oh, sind ein paar. Vielleicht Monkey? Oh, jetzt bin ich gespannt, was ich gegen Bendrich jetzt bisher mache. Ist ein Death Prophet so AOE-Damage-mäßig am Start? Das Robert ist gut. Sieht im Moment gut aus. Man kann auch nicht mehr viel spawnen, glaube ich.
Gewinne ich vielleicht sogar. Doch, viel Damage ist nicht mehr da. Luna steht noch und Winter Wyvern. Die eine ist scheiße im One-on-One, aber die Winter Wyvern ist geil im One-on-One. Geil. Nice. Und die Streak noch. Will ich auch. Hab ich auch nicht bekommen. Vielleicht muss ich auch wieder den Rollerich machen hier. Rollerich, den macht er gerne. Der blendet, er schaut auch gern in die Ferne. Oh Gott, also, Mann. Dachte ich zumindest, dass du das gerne machst. Ja. Okay, wir brauchen dann nachher dazu entweder einen Invoker, würde ich dazu stellen, oder einen Cordu. Schauen wir mal, was kommt. Oh oh. Helme macht mir ein bisschen Angst, vor allem mit Monkey King 2. Oh, der war... Ja, stimmt, dass er bei Kadi auf einmal wieder Mipo Shadow Fiend steht. Das ist unpraktisch, und ein Shadow Fiend noch im Eck. Und er wird nichts mehr. Ach, mit dem Zeug kann man immer noch was reißen. Normal schon, ja. Ja, Runde 10 nicht schaffen ist halt... Ich hab dir vorher gesagt, du sollst von der Losing Streak weggehen, Kali, aber du hast ja nicht auf mich gehört, ey. Ja, Skirp ist eigentlich selber schuld. Ja. I am the dead of winter. Ach, bring mir jetzt DK irgendwas in der Comp. Das wäre so geil, DK in der Comp mit einem Pack dazu noch. Das wird mit Mages Game Pack, plus mit DK könnte ich dann, wenn ich den zu einem Undead machen würde, dann DK Carry spielen mit Agar oder sowas, das wäre brutal. Aber das wird halt so nicht funktionieren. Ich finde immer noch ein Item geil, was die Unit instant, also instant ulten lässt, einfach ein instant ult Item, so als Legendary Item oder so. Quasi ein als Dragon Item. Ja, das ist quasi den zum Dragon macht, aber man braucht keinen Dragon Buff halt dafür. Ah. Dann könnte man zum Beispiel DK mit dem Item auch einfach einzeln stellen in der Comp ohne Dragons mal. Also sowas fände ich halt als Item, finde ich immer noch eine easy Idee, die easy umzusetzen wäre. Dann hat man einfach ein neues, cooles Item damit. Ja. Kann man dann überlegen, ob es ein Legendary Item, ob es Worth ist als Legendary Item oder was es sein soll. Könnte man dann drum streiten. Thanks. Thanks. Der gibt keinen Sinn. Er ergibt keinen Sinn, ich sag's euch jetzt. Oh oh, die neune Hunter. That's spooky. Warte, Death Prophet are ulting already. Ja, oh, wenn ich noch einen kill, bin ich happy. Ich kill keinen mehr, ich bin nicht happy. Er ist so traurig. Let me be sad. Ich bin so froh, wenn ich gleich was futtern kann. Wie immer. Immer das gleiche. Welcher Forster, was gibt's denn noch für einen Forster-Dings? Ich vergesse gerade, wen es noch gibt. Bei Undeads. Nee, ich muss unbedingt die Draw ziehen, ne? Ja, mir fehlt einfach noch Lich. Die Draw. Lich habe ich schon, also mir fehlt die Draw noch. I'm missing a Draw. Also ich vermisse die wirklich. Die wird kommen, Paul, keine Sorge. Irgendwann wird sie kommen. Süß. Süß. Und wenn ich dich raus habe, tut mir leid. Wer hat das gerade gesagt? Toni. Aber tut sie wirklich leid, ist die Frage. Ja. Hätte sie bei mir auch leid getan. Nein! Hey. Ich wusste es.
Was ist das dreist? GG, oh, Mr. Sorry. Tony. Sag doch was, Tony. Da hast deine, hast deine Aussage, die du unbedingt haben wolltest. Hey, hey, ich kann jetzt nicht ans Telefon gehen. Wo sind wir denn hier? Irgendwie fühle ich mich heute komisch. Ich weiß aber nicht wieso. Okay. Irgendwas ist heute strange. Vielleicht, dass du ganz weit oben bist gerade oder so? Ja, das kann ja gar nicht sein. Ich überlege gerade. Heute Abend spielt nur Dortmund oder spielt irgendein anderes deutsches Team noch heute Abend? Ja, bei Kali ist die Runde vorbei. Das sieht echt danach aus, Kali. Ist vorbei. SF3, Razer 3. Junge, ist du komplett glücklich. Vorbei. Okay, für Kali ist die Runde vielleicht doch vorbei. Nein, doch nicht. War aber relativ close. So ein Schwätzer. Ja. Hab nur Dortmund geguckt heute. Also müssten spielen nicht vier deutsche Teams Champions League? Achso, die spielen aber nächste Woche dann wahrscheinlich oder so, oder? Oder spielen heute zwei und morgen zwei? Bayern spielt morgen. Ja. Weiß ich. Was mit den anderen zwei Teams? Mit Leipzig und keine Ahnung, was anderes. Dortmund wird auf Union Amazon so. Prime übertragen. Zum Glück habe ich einmal zum Prime. Zum Glück braucht man nur 25 verschiedene Accounts, damit man alles von Fußball schauen kann. Ja, ich Leipzig Prime und Dortmund ich heute. Auch, aber The Zone habe ich nicht. Here's pus in your eye. Der My Spell Prism ist ein Dreier-Item. Das ist richtig. Was ich natürlich nicht bekomme. Hä? Bin ich verteilt. Der Scary Paul ist Level 10. Wieso bekomme ich kein Spell Prism zusammen? Jetzt habe ich so ein scheiß Eye of Skadi, was kein Schwein braucht. Lass mal Necroforce Eye of Skadi geben. Ja, Skadi ist schon eines der schlechteren Items auf jeden Fall. Ja. Ich habe die Runde habe ich auch eine Pipe bekommen, aber kein Schwein spielt Mages die Runde. Das will halt keiner. Gucken wir mal, ob Mud of the Beast hier noch funktioniert. Ja, das sieht doch gut aus. Ice is nice. Ich das mal nicht bereue. I ride with the light. My quiver and bow are ready.
Ray Prism hinbekommen. Nice. Boah, hey, wenn sein Magiker noch aufgeräumt sind, jetzt echt schwierig werden können bei ihm. Hm. Hallo Loki, moin moin. Stands ready. Na, mal gucken, ob ich damit gleich noch was krasses, richtig krasses bauen kann. Der Necroforce 2 ist halt eigentlich Pflicht. Ich habe auch 80 Gold, also ich habe Angst, dass ich, gut, die 55 Schaden werde ich nicht bekommen. Wenn ich einmal Schaden bekomme, muss ich eigentlich komplett runtergehen. Also falls ich einmal so ein 30 Schaden Move oder so ein Quatsch bekomme. Ja. Na, der Helven ist richtig strong, ey. Warte, dich ist immer in close. Mhm. Spellfist macht schon Spaß auf Necro. Ich hab selten im Late Game so eine Echo stehen gehabt. Das ist heftig, ja. Ich brauche unbedingt Necro 2 und den Invoker 2. Und die Lich 2. Willst aber auch immer zu geben. Ja, das stimmt. Ein kleiner Greed Boy. So, brauche ich Abaddon für irgendwas noch, Leute, oder brauche ich den nicht? Eigentlich nicht. Ich finde die Venture Spirit schon ganz cool auch. Die brauche ich für Mages, die brauche ich für Mages, die brauche ich für Mages. Die sind stärker. Die stärker, die sind besser. Patch ist besser. Die Venture Spirit ist die einzige, die eigentlich schwächer ist. Aber der Ding direkt von meiner Schnauze ist halt schon nice, vor allem wegen der Instant-Verwandlung dann, die ich direkt habe. Lass mal das Alter, so. Wir ja aber auch alle krasse Legendaries haben, ne? Uiuiui. Ja, mir fehlen halt noch die Level 2, ja. Beziehungsweise den einen, ich kann ja nur Necroforce hochziehen auf 2. Mhm. Diesmal bist du easy, ja. So gut, dass auch dein Feld nicht so ausgegangen ist. Ja, bei mir gewinne ich auch gegen Helm. Ist raus. Helm ist auch raus. GG Boys. Habe ich noch einen Mecker bekommen? Kann man nicht meckern. Ja. Doppeltechies. Nehmen wir ganz kurz mit. Och man. Mann, Techies 2, Alter. Schwierige Entscheidung. Okay, nee, dann habe ich mich schon für den Invoker entschieden damit. Thank you. Thank you. Das sind meine Techies. Jetzt nicht mehr. Ich verstehe nicht, wieso mein Non-Druid nicht deinen Necro oder ein Invoker silenced. Silenced da die Level 2 Venge, ey. Mach, was hat denn der für ein Item? Ja, Bloodthorn. So, ja, Necro ist ja sinnvoll, dass es nicht macht. Das ist ja ein Low-Level, aber eigentlich muss ich den Invoker. Vielleicht ist ein Invoker nicht in der Range von dem Item oder so. Oder von dem LD. Ich neu, dass das Ding eine Range hat, aber. Ja, aber ich glaube von der Unity Range wahrscheinlich, oder? Hätte ich jetzt gecallt. I am the daredevil, the frost spreads. Ja, der Necro, ich weiß nicht was. Der hat irgendwie keinen Bock, der Necro. Der wäre halt.
Der wär's halt. Oh Gott, ich bin mein Ding direkt hier vor mir in die Schnauze, den Dragon Knight. Hoffentlich ist es nicht zu schwach. Aber Nero muss eine Ult machen, dann ist der weg eigentlich. Und warum hat er eigentlich keine AP verloren? Wer? Der Drache. Bei mir oder wie? Ah doch, der startet mit 10.000, okay. Das ist gut. Ich dachte, das wäre mehr als 50% gewesen. Thank you. Ich kann nicht sagen, dass mein Necroforce ein bisschen dreist ist, aber der hat vielleicht Spellfusion und Refresh Orb inzwischen. Aber Crystal Cat ist böse, die hat sehr viel Stun. Ist jetzt Zeit zum Paniken, ist die Frage. Meine Units werden weggeschoben. Ich brauche den unbedingt auf 2. Boah. Ich habe seit Runde 28 8 Venus, ey. Kann aber auch nicht mehr wirklich viel verbessern. Das Bild ist besser, ich bin mir aber nicht sicher. Mal try eine Runde. Wobei, mit dem Ding war es eigentlich schon nice vorher. Ja, aber es ist deutlich besser gegen Crystal Card. Ich hab das Gefühl, Undead countert Akir ganz schön ordentlich. Ja, sieht krass aus. Ich war auch umgestellt, ja, die Aufstellung vorher war wahrscheinlich nicht besser. Das Splitten war nicht so gut gegen mich. Ja, gegen Crystal hat es funktioniert, komischerweise. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall, dass ich vorher gegen Crystal so hart kassiert habe. Alter, dieser Veno. Here's passing your eye. I'm the rotten apple that spoils the bunch. Das war's dann wohl. Oh, endlich. Dieser Necroforce ist so dreist jetzt, glaube ich. Glaube ich auch. Junge, das war eigentlich mal ein Force, der sich da richtig geil umgesetzt war. Also, wenn man so umgesetzt war, der richtig geil was geworden ist halt. Ah. Mein Necroforce ist erstmal ewig gegen dich ein Hühnchen, das ist ja super. Oh, wir haben Crystal Cat hart rausgehauen. Und wenn der erstmal seine Ults anfängt, ist der so dreist. Das war's schon für dich, oder? Machst du das noch? Ja, die Ding ist halt nice, die nix wahrscheinlich. Ja, der Titan da hat jetzt schon 3 Ultis rausgemacht, also. Das war so kein Spawn mehr langsam. Das wird nichts mehr. Ah, ich hätte noch viel offen gehabt zum Fertigziehen. Irgendwo auch ärgerlich. Hatte ich denn für eine Echo mehr, eigentlich? Aber die Titan der Ultis waren also, guck mal, was ich für eine Echo hatte. Aber 540 Echo gehabt, GG. Was für eine krasse Runde, Alter. Der Necroforce war ja der Dream. Die 2 Items auf dem Necroforce zusammen. An die Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like dafür, diese fette Runde. Und 2x Great Vault in Folge übrigens auch. Ich bedanke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut's rein.